Hallo Leute, ich bin da, Sip. Heute gibt es ein weiterer Minecraft Autobahn 4. Heute mal die vorletzte Folge eines der Minecraft Autobahn 4. Und zwar heute zeigen wir euch über das Thema Gebäudeanzeigen auf die Autobahn 4. Über das Thema neuere und ältere Gebäude, sowie auch die sanierten und neu gebauten Gebäudeanzeigen und vieles mehr. Und wir zeigen euch auch noch die gefällten Gebäude, das sich nie gezeigt auf meinem YouTube-Kanal ist. Zum Beispiel die Creeper House, auch das Industriegebäude, und wir zeigen euch auch weitere Gebäude, die noch im Bau ist, und andere Dinge. Und wie es geht, zeigen wir euch diesem Video über das Thema Anzeigen auf die Autobahn 4, und das zeigen wir euch diesem Video. Bevor es losgeht, wir haben eine kurze Information im Buchenfederanzeigen, und da gibt es zum Beispiel über Anfrage und so weiter. Früher war als APB 3 die Autobahn B 3 gebaut, und ab 2024 habe ich die Autobahn 4 bzw. die Autobahn mit 4, also die APB 4, alles neu gebaut und auch neue Gebäude gebaut und so weiter. Alles klar? Gott sei Dank ist meine Minecraft Autobahn 4 über 3 Jahre alt und es hat nie passiert und so weiter. Alles klar? Deswegen wurden so bei der Minecraft Autobahn 4 wurden so, dass ich jetzt über 3 Jahre alt ist und deswegen wurden niemand passiert und so weiter. Und bei der Ausbau-Umbau war von 2022 bis 2024 alle Bau abgeschlossen und jetzt gibt es keine alten Gebäude mehr und so weiter. Alles klar? Nur die neuen YouTuber-Häuser und Xbox-Häuser bleiben noch hier, aber ich kann auch so lassen, was man darf, kein Problem. Und ab Anfang Oktober 2024 werde ich bis Sommer 2025 die Autobahn mit 4 weiterspielen, ohne YouTube-Videos und so weiter. Und wie das dass wir die ohne YouTube-Videos geben ist, zum Beispiel bis am September 2024 ist, erzählen wir später Ende des Videos. Alles klar? Und das haben jetzt die ersten Informationen. Und jetzt zeigen wir euch bei der Minecraft Autobahn 4 von Rathaus in der Hintergrund bis zu mein Haus. Und das zeigen wir euch jetzt. Auf die Minecraft Autobahn 4, zum Beispiel auch die Autobahn 3, habe ich hier immer noch die Rathaus in Minecraft und deswegen habe ich so, was man darf. Und seit 2024 habe ich dann saniert mit dem neuen Blätter, zum Beispiel die aus Bäumchen kommend, damit die schöner aussehen, was man darf und vieles mehr, was man können. Und deswegen bekommen wir nicht nur sicher, sondern auch mehr Natur, damit wir auf der Autobahn 4 schöner aussehen als die alten Gebäude. Alles klar? Und deswegen wurden jetzt komplett modernisiert, aber deswegen schön. Dann gibt es auf meiner Minecraft Autobahn 4 immer noch die Kirche in Minecraft, die ist still in use. Ich habe dann restauriert die Türen zum Beispiel und andere Dinge. Und ich habe dann auf der Autobahn 4 eine nagelneue Denkmal-Information gebaut. Das ist zum Beispiel eine ehemaligen amerikanischen YouTuber, die euch kennt, Technoblade. Dabei ein größtes Minecraft-YouTuber, die über nicht nur über Something, sondern auch den Server, aber deswegen kennt ihr euch alle, der heißt Technoblade. Alles klar? Und deswegen vermissen wir diesen YouTube-Kanal, weil das Krebs gestorben war. Alles klar? Aber ansonsten sind so leider schade und deswegen war verloren. Dafür habe ich hier eine Art Denkmal gegeben, dass ihr könnt auch anschauen, was man darf. Dann gibt es auch noch eine kleinere Parkstätte, also kleines Naturpark. Die ist alles heute noch in Betrieb. Und dann gibt es noch hier, das ist die Schloss in Minecraft. Ich habe hier zum Beispiel eine Murauschloss in Minecraft gebaut und deswegen habe ich in Minecraft anders gebaut als echten Murauschloss, aber deswegen hier habe ich innen anders. Ich habe hier zum Beispiel innen eine Art mit dem Mittelalter gebaut, das ist zum Beispiel die Alternative, die Mittelalter-Design, und deswegen habe ich auf der Autobahn 4 so gebaut, was man darf, damit die schöner aussehen. Und von der Autobahn 4 habe ich die ganzen Straße, die von diese ist, habe ich zu eine kleinere Straße gebaut, in etwa von 5 Blöcke breit, damit die leichter können und dass wir die auch Markierung sparen und so weiter. Früher habe ich schon mit Markierung errichtet, aber jetzt wurden so nicht mehr funktioniert. Danach habe ich alles weggemacht und so weiter. Und das haben wir gezeigt, die in der Mitte, das war die Altstadtstelle. Jetzt zeigen wir euch auf der rechten Seite bis zur linken Seite und da gibt es besonders die neueren Gebäude sowie die sanierten Gebäude. Das erste Information haben wir eine Feuerwehrgebäude und zwar hier und deswegen habe ich komplett saniert und auf der Autobahn 4 wurden so, dass ich habe insgesamt 2 Feuerwehrfahrzeuge auf der Autobahn 4 gebaut. Alles klar?
Dann gibt es auch noch eine Polizeigebäude auf die Minecraft Autobahn 4, deswegen habe ich auch komplett saniert und das ist sogenannte die Notfallzentrum. Dann gibt es auch noch eine Tankstelle fürs Tanken von Auto und so weiter mit einem besonderen Geräusche für Tür und hört mal so aus. Und deswegen kennt ihr euch alle. Alles klar? Dann gibt es auch noch so, in der Hintergrund habe ich hier einen nagelneuen Nature Garden gebaut auf dem Gebäude. Und dass ich hier gesagt von Gebäude ist, gibt es hier zum Beispiel einen Automobilclub in Minecraft. Ich habe sogenannte ein Erntesee in Minecraft gebaut. Und ich habe auch einen gleichen Türgeräusche, aber anders hört es zum Beispiel so. Aber deswegen cool, kennt ihr euch alle. Alles klar? Und deswegen haben wir auf der Autobahn 4 ganz viel saniert, damit die neueste Standtechnik für nächsten weiteren Zukunft weiterspielen kann. Alles klar? Und deswegen mit viel Natur, zum Beispiel die Bäumchen, werden schöner auf die Autobahn 4 als die alte. Und deswegen habe ich früher auf der Autobahn 4 zuerst eine alte Bude gebaut, aber jetzt wurden nicht mehr funktioniert. Danach habe ich abgerissen und so eine neuere Naturpark eingerichtet, damit es schöner aussehen, sowie die Polizeigebäude, die Büro erweitern. Alles klar? Und deswegen habe ich komplett saniert. Und dann gibt es auch noch eine Schule in Minecraft. Ich habe auch komplett modernisiert. Ich habe hier zum Beispiel die neue Mittelschule in Minecraft. Und deswegen kann man verwenden, was man darf, zum Lernen, wie funktioniert die Autobahn 4 und so weiter. Dann gibt es auf der linken Seite, da gibt es was anderes. Wir haben hier die linke Seite eine Marketstelle, und zwar die Marktplatz. Hier gibt es immer noch die Bank auf der rechten Seite, hier gibt es in der Mitte die Blumengeschäft und das linke Seite ist die Bäckerei. Und das hier ist die Villa in Minecraft, und zwar die Villa Supermarkt. Und deswegen kann man einkaufen fürs Lebensmittel und so weiter. In Minecraft habe ich anders gebaut, aber kein Problem. Und deswegen haben wir auf der Autobahn 4 so neu gebaut, was man darf, aber deswegen leichter als alte. Dann gibt es auch noch dieses Gebäude. Wir haben hier eine YouTuber-Ferienwohnung für YouTuber-Spieler und deswegen kann man verwenden für YouTuber-Spieler übernachten und so weiter, was man darf. Und unten diesen Stelle gibt es auch eine Spar in Minecraft. Das ist auch ein Supermarkt, die euch kennt. Dann gibt es auch noch einen nagelneuen Designer-Hotel in Minecraft. Die habe ich gebaut. Früher war ein altes Hotel, die war nicht so schön und ugly. Danach habe ich später abgerissen und zu Neubauten ersetzt. Und früher war es auch unten eine alte Marketstelle. Die hat leider nicht funktioniert. Und später habe ich dann auf der Autobahn 4 jetzt komplett neu errichtet und ich habe auch Kino in Minecraft gebaut. Alles klar? So kann man verwenden, was man darf. Und ich habe hier zum Beispiel die Ufa Hotel in Minecraft gebaut. Alles klar? Und deswegen habe ich komplett modernisiert sowie neu gebaut, aber deswegen kein Problem. Und von früher habe ich im Jahr 2022 auf die Autobahn 4, das heißt die Autobahn wird 3 haben, habe ich früher eine alten U-Bahn-Station. Aber jetzt hat das leider schade, bis am Juni 2022, die war kaputt gegangen von wegen neuen Update. Und danach habe ich zu einem Autobahn-Shop gebaut, aber deswegen kennt euch alle die Asphanag. Und das haben wir gezeigt, die Gebäude-Area auf die linke, rechte und in der Mitte. Und das ist sogenannte die Area 1 auf der rechten Seite. Alles klar? Jetzt zeigen wir euch die nächsten Gebäude in der Mitte. Und das zeigen wir euch gleich, aber erst zeigen wir euch über das Thema Autobahn in Minecraft. Ich habe zum Beispiel auf der Autobahn 4 komplett saniert. Früher war es so, dass nicht funktioniert wurden und so immer noch Lärm und so weiter. Und später habe ich dann umgebaut zu einer neuen Tunneltechnik und auch viel mehr, was man darf, damit ich die keine Lärm bekommen und so weiter. Sowie ganzen Bäumchen eingepflanzt für mehr Natur. Alles klar? Und so ist es so bei der Minecraft-Abhilfe 4 komplett modernisiert und so weiter. Und da gibt es noch eine Tunnelbetriebsanlage einer Asphanag österreichischen Autobahn. Und das haben wir gezeigt über Autobahntunnel. Und jetzt zeigen wir euch die Gebäude-Area in der Mitte. Wir haben hier die gelben Gebäude, das ist der österreichischen Post AG in Minecraft. Und so sieht es aus, like this one. Da habe ich gebaut seit 2022 actually. Und deswegen habe ich früher gebaut im Jahre, weil das früher erst ein alten Gebäude war und später zu Neubauten ersetzt. Alles klar? Das war schon seit früher, aber kein Problem. Dann gibt es auch noch eine andere Gebäude. Wir haben früher eine alte Raytracing-Gebäude und so eine nagelneuen Villa-Gebäude gebaut für Xbox-Spieler.
Dann gibt es hinten noch eine. Wir haben hier früher auf der Autobahn 4 einen alten Gebäude und das andere Seite ist war eine gelben Gebäude, da war ebenfalls abgerissen und zu Neubauten ersetzt ein Schördiger Haus. Und warum heißt Schördiger? Denn ich kenne die besten Freundin, aber deswegen ist leider noch nicht da, aber das wird noch geplant in den Feature. Alles klar? Und deswegen ist bei der Autobahn 4 Gott sei Dank neu gebaut auf die ABB 4 und deswegen kann man verwenden, was man darf. Und deswegen super. Dann gibt es hier, wir haben hier insgesamt 1, 2, 3 und 4 Xbox-Häuser. Insgesamt kommen zum Beispiel 8 Bewohner. Und deswegen habe ich hier zwei getrennten Aufbau eingerichtet, damit die schöner aussehen auf die Autobahn 4. Dann gibt es auch noch zwei rote Gebäude mit Garage. Das ist zum Beispiel auch Xbox-Häuser. Und dann gibt es auch vier orangen Gebäude, auch für die Xbox-Häuser, mit Dachboden in Minecraft. Und so habe ich gebaut auf die ABB4, aber deswegen kein Problem. Dann gibt es auch noch eine andere Gebäude auf die Autobahn 4. Ich habe jetzt zum Beispiel 2022 die Gebäude gebaut und später habe ich dann dieses Jahr ab sofort umgebaut zu einem neuen Design. Das heißt, die Innen hatten funktioniert, aber nur außen, das war nicht so schön. Danach habe ich umgebaut zu ein besonderes Design, damit die schöner aussehen auf die Minecraft ABB4. Alles klar. Und in der Mitte habe ich die Balkon neu gebaut, was man darf höchstens, aber deswegen kein Problem. Alles klar. Und das haben wir gezeigt, die Xbox-Häuser und auch die anderen Gebäude in der Mitte von Mitte Area. Und dann gibt es auch noch graue YouTuber-Häuser. Und da gibt es zum Beispiel für YouTuber-Spieler zum hier wohnen kann und so weiter. Und das haben wir gezeigt, diesen Area, aber deswegen kein Problem. Und dann gibt es auch noch eine andere. Wir haben hier zum Beispiel, ja. Das ist zum Beispiel ein ganz besonderes, und zwar hier gibt es zum Beispiel YouTuber-Firmengebäude in Minecraft. Das ist vielleicht für die YouTuber-Spieler und so weiter. Und jetzt zeigen wir euch die Area-Seite links, und zwar auf die andere Seite. Da gibt es hier was anderes. In der linken Seite gibt es hier eine Art Xbox-Häuser. Das habe ich im Jahr 2021 gebaut, die Anfang von Autobahn wird 3. Dann gibt es auch noch die mit dem pinkfarbenen Dach. Das ist sogenannte ein Mädchenhäuser und die heißt sogenannte Kawaii-Häuser. Dies ist zum Beispiel die japanischen Wort, aber deswegen kein Problem. Das sogenannte Kawaii, aber ich weiß nicht. Schreibt in die Kommentare eure Meinung und dies nur für Mädchen verwendet, aber deswegen kein Problem. Alles klar? Dann gibt es auch noch die weitere Xbox-Häuser auf der Autobahn 4. Ich habe zum Beispiel so gebaut und deswegen kann man verwenden, was man darf. So wie die Chinese Gerstengebäude in Minecraft. Wir haben hier die Chinese Gerstengebäude. Ich habe insgesamt nur drei Gebäude gebaut. Und wenn ihr wollt von Kanal, ich packe in der Infokarte diesen Kanal, könnt ihr was ihr wollt auch anschauen. Aber deswegen ist die besten Minecraft-Häuser in Minecraft, die ihr euch kennt. Aber könnt ihr selbst entscheiden. Und dann gibt es bei der Minecraft Autobahn 4 drei moderne Gebäude in Minecraft gebaut. Das habe ich seit früher im 2021 und vier weitere Gebäude in Minecraft Autobahn 4 gebaut, like this one. Alles klar? Das war noch ganz normal, aber deswegen nicht passiert. Dann gibt es auch noch vier YouTuber-Häuser, also diese weißen Häuser. Und das habe ich in meinem YouTube-Livestream gezeigt, das ich gebaut habe seit früher. Und später habe ich dann eingerichtet mit Möbel für alle Häuser, aber deswegen kein Problem. Und dann gibt es auch noch in der Livestream gezeigt von meinem YouTube-Kanal auch die Xbox-Häuser. Wir haben dann früher so, dass die nicht so schön von außen, aber ich habe dann umgebaut, aber innen war es okay. Alles klar? Und deswegen habe ich auf der Autobahn 4 ganz viel komplett modernes Stil und so weiter. Und jetzt sieht viel neu aus als alte, aber deswegen kein Problem. Alles klar? Und das haben wir gezeigt über das Thema, die neueste Stand Technik, aber deswegen super und so weiter. Dann gibt es jetzt noch eine ganz besonderes Gebäude anzeigen auf die Minecraft Autobahn 4. Und zwar, wir zeigen euch jetzt über das Thema die Creeper House und danach zeigen wir euch die Industriegebäude. Bei der Creeper House auf die Minecraft Autobahn 4 zeigen wir euch jetzt und es gibt noch ein weiteres Gebäude. Ich habe hier auf der Seite, wir haben hier eine Hofer in Minecraft gebaut, auch ein Supermarkt, die sind made in Austria, aber das ist auf der außen wie ein Aldi-Logo, das ihr euch kennt, was man darf.
Leider, ich kann heute nicht gut reden von meiner Stimme, aber schreibt in die Kommentare eure Meinung. Alles klar? Und deswegen habe ich gebaut auf die Autobahn 4. Dann gibt es auch noch ein rotes Kreuz in Minecraft, sowie die Krankenhaus. Und deswegen habe ich gebaut auf die Autobahn 4. Hier soll später noch ein Naturpark eingerichtet werden. Die Gebäude, die wird noch gebaut. Das ist ein ganz besonderes Gebäude für Xbox-Spieler. Und deswegen soll bis am September 2024 fertig sein, am Ende. Aber deswegen kommt bald wann. Alles klar? Und dann gibt es auch hier eine Creeper-Haus. Das ich habe gezeigt in meinem YouTube-Kanal. Aber innen ist noch nicht eingerichtet. Könnt ihr selbst entscheiden. Und deswegen ist bei der Minecraft Autobahn 4 Gott sei Dank umgebaut. Und wir haben auch neu gebaut auf die ABW 4. Aber deswegen kein Problem und so weiter. Und deswegen war es super. Und jetzt zeigen wir euch die vorletzte Information. Und zwar wir zeigen euch die Industriegebäude. Und danach zeigen wir euch die letzte Information. Mein Haus. Alles klar? Und deswegen kommen jetzt Anzeigen dazu. Und deswegen ist bei der Minecraft Autobahn 4 Gott sei Dank gebaut, dass wir haben die ganzen Gebäude und so weiter neu gebaut ist. Aber deswegen kein Problem und so weiter. Und jetzt gehen wir auf die Feuer. Und zwar es gibt hier zum Beispiel die Industriegebäude auf der Minecraft Autobahn 4. Und wir zeigen euch auch noch die Autobahn in Minecraft. Wir haben immer noch die LED-Anzeige, die ihr euch kennt. Dann gibt es auch noch die Mautportal, aber ich habe anders gebaut in Minecraft. Aber deswegen ist es so, dass man darf höchstens eine richtige Autobahn Minecraft bauen. Und deswegen habe ich so gebaut, was man darf. Und mit dem zum Beispiel des Minecraft Autobahnbaus kennt ihr euch alle. Alles klar? Und jetzt zeigen wir euch in der Freuach, da gibt es ja eine Murauer Bier steht. Und ich habe zum Beispiel eine Art Murauer Bier, die euch kennt. Das ich kenne zum Beispiel aus Steiermark. Also eine Brauerei Murau in Minecraft. Und ich habe zum Beispiel so einen Industriepark gebaut fürs Bier kaufen und so weiter. Aber Leute, bei mir, ich trinke kein Bier, weil ich bin leider Muslim. Dafür, ich trinke nur die Mureli. Es gibt zum Beispiel schon aus Murau. Also das ist der Mureli, eine Limonade. Und deswegen kann ich trinken, was man darf. Und deswegen war ich ein Fan von dieses, ja, die Mureli. Aber ich trinke nicht so viel, nur in etwa wie viel Tagen. Aber deswegen kein Problem. Und ich kenne von diesem steirischen Ort, das ich früher gelebt habe, ist, dass ich kenne aus Murau, aber kein Problem. Alles klar? Und das haben wir gesagt, die Industriegebäude. Es handelt sich um einen Murauer, aber deswegen cool. Und in Österreich gibt es die besten Bier, die euch kennt, ist die Göser. Aber ich trinke in meinem YouTube-Kanal gar nicht, denn ich bin leider Muslim. Ich bin nur so, dass ich trinke nur Limonade und keine Bier. Alles klar? Weil es ist so, dass die Probleme mit Alkohol ist, könnten auch sein mit einem Unfall und das wird nicht so gut. Alles klar? Also aufpassen und bitte nicht trinken für Muslimischen. Dies streng verboten. Alles klar? Und jetzt geht es auf zurück auf die Minecraft Autobahn 4. Da gibt es jetzt noch die letzte Gebäudeanzeigen. Mein Haus. Und das ist so, was man darf. Und zwar bei der Minecraft Autobahn 4 habe ich auch mein Haus gebaut, denn wir haben hier zum Beispiel im Jahr 2024, früher war erst eine alten, die andere Gebäude und später zu eine Smart House gebaut seit früher. Und danach wurden bei der Autobahn 4 neu errichtet zu einem modernes Luxushaus von meinem Kanal. Und so sieht die innen aus, was man darf. Es gibt auch eine eingebaute Klingel, like this one. Und deswegen hört es super aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Briefkasten werfe, da wird zum Beispiel hier und in eine Art innen und hört so. Zum Beispiel, ihr Post ist da. Alles klar. Und deswegen kommt in der Briefkasten, da kann ich anschauen und so weiter, dass die nie mehr klauen von meinem Briefkasten. Alles klar. Und so ist es sogenannte mein nagelneues Luxushaus von meinem Kanal. Und ich habe die innen so gebaut. Wir haben auch in der Infokarte die Kamin-Tutorial gezeigt, like this one. Und deswegen habe ich in meinem YouTube-Kanal gezeigt, was man darf, die euch kennt. Aber deswegen kein Problem. Und bei der Autobahn 4 wurden Gott sei Dank ganz viel gebaut. Und deswegen wurden erledigt, was man darf. Und das haben wir gezeigt über das Thema Änderung, Anzeigen und so weiter. Die Minecraft Autobahn 4 über Gebäudeanzeigen sowie auch andere Dinge. Und deswegen kennt euch alle. Außer jetzt ist so, dass mein Minecraft lag bekommen ist, weil mein Laptop, die Gaming Notebook habe, ist leider kaputt und kann man so nicht spielen.
Alles klar. Aber bald ist es so, ich upgrade bald zum neuen Laptop in den Feature, aber kein Problem. Und das haben wir gezeigt, die größte Änderung auf die Autobahn 4 sowie Anzeigen bei der Minecraft APW 4. Und jetzt zeigen wir euch bei der Buchenfeder über das Thema, warum ich zum Beispiel die YouTube-Videos bald aufhören, zum Beispiel die Autobahn 4. Zum Beispiel, dass ich hier erzählt habe auf dem Oktober 2024. Warum ohne YouTube-Videos? Weil ich habe bis Ende September 2024 geplant und die letzten Videos soll eben diese Woche planen und Trailer-Video kommt nächste Woche und so weiter. Alles klar? Das kommt bald und wird die letzte Folge des Autobahn 4 und so weiter. Alles klar? Und was ist mit dem Mehrspieler und YouTuber-Spieler auf die Autobahn 4? Von Dezember 2021 bis September 2024 war total verloren und jetzt soll bald ab Oktober 2024 die Mehrspieler einladen auf die Autobahn 4 und so weiter und deshalb müssen wir schauen, dass ich umplanen Wednesday. Alles klar? Das kommt bald und werde ich planen und so weiter und deswegen war schade für ganzen Monaten und ganzen Jahre nie gejoint, über 3 Jahre alt von der Autobahn 4 und jetzt war verloren, das werden ganzen Jahre nie gejoint auf die APW 4 und so weiter. Alles klar? Aber dieses Jahr werde ich schauen, dass ich planen, wann die Mehrspieler wieder kommen ist, aber deswegen werde ich herausfinden, wann und so weiter ist, das wissen noch nicht. Alles klar? Und das haben wir erzählt über das Thema, eine weitere Anfrage über das Thema, warum werde ich YouTube-Videos beenden und so weiter. Und das haben wir erzählt, Änderung auf die Autobahn 4 und Anzeigen sowie eine weitere Anfrage. So, bevor Skype beendet ist, leider ist es so, die englischen Video von meinem YouTube-Video kam jede Hilfe zu spät, denn ich bin leider so, dass wir haben Problem von meiner Stimme und ich kann bei englischen Sprechen nicht mehr gut reden und ich habe alles Fehler aufgenommen und das war schade aufgetreten und jetzt ist so, ich muss leider die englischen Video verwerfen. Alles klar, das war diesmal eine Riesenkatastrophe von meinem YouTube-Kanal und wir haben verloren das englische Video. Ich habe nur 2 YouTube-Videos hochgeladen seit früher und jetzt habe ich verloren in dieses Jahr. Aber nächstes Mal werde ich noch lernen, dann kann ich besser verstehen, was man darf. Alles klar? Und das haben wir jetzt eine kleine Problembehandlung, denn wir haben kein englisches Video hochgeladen. So, das war's in diese. Viel Glück und sage ich sein. Bis uns am Sonntag einen weiteren YouTube-Video und zwar die letzte Folge des Minecraft Autobahn 4 und danach zeigen wir euch am Montag oder so über das Thema die Trailer des Minecraft Autobahn 4. Das ist sogenannte die Kanal-Trailer und zeigen wir euch bald ab diese und nächste Woche für meinen YouTube-Kanal und zeigen wir euch bald, was man darf. Alles klar? So, das war's in diese. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Vergiss nicht auch abonnieren, auch liken. Schreibt in die Kommentare auch eurer Meinung, ob ihr den weiteren Anfragen über die Gebäude, das ich saniert habe und was anderes, könnt ihr selbst entscheiden. So, danke fürs Zuschauen bei Hasib Kasi, wir sehen uns bald weiter im Video und ciao Leute und hab schöne Tag.